بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته meine geehrten Geschwister. Wir wollen insha'Allah ta'ala heute unsere Reihe fortführen über die Reise ins Jenseits, wobei wir letzte Woche über die Auferstehung gesprochen haben. Das heißt ganz konkret, wie die Menschen auferstehen werden. Und wir hatten erwähnt gehabt, dass Allah subhanahu wa ta'ala vom Menschen alles verwesen lässt, außer einem sehr, sehr kleinen Teil vom Steißbein auf Arabisch. Ajb al-Dhanab oder Ujb al-Dhanab. Und dass alles von der Erde gefressen wird, wie es der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat. Das heißt, alles verwesen wird mit Ausnahme dieses kleinen Teils. Und daraufhin Allah subhanahu wa ta'ala eine Art Regen vom Himmel fallen lässt, wenn es dann soweit ist. Und das alles, nachdem natürlich schon das erste Mal in das Horn geblasen wurde und daraufhin die Menschen aus der Erde herauswachsen werden, wie eine Pflanze aus der Erde herauswächst. Und nachdem die Körper wiederhergestellt wurden, wird ein zweites Mal ins Horn geblasen und Allah subhanahu wa ta'ala lässt dann die Menschen auferstehen. Und das, was jetzt geschehen wird, unterscheidet sich von allem, was wir kennen. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam und der Koran, sie berichten uns jetzt von vielen Ereignissen dieses Tages. Wir haben viele Ayat im Koran, viele Überlieferungen unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam über das, was geschehen wird. Und der jüngste Tag, wie wir bereits einmal auch am Anfang gesagt hatten, er besteht ja nicht nur aus einer Phase. Man sagt zwar Yawm al-Qiyamah, der Tag der Auferstehung, aber es handelt sich ja um einen Tag, der aus mehreren Phasen besteht, nicht nur einer Phase. Und es gibt jetzt vieles, was die Menschen am jüngsten Tag erwarten wird. Wir können nicht mit hundertprozentiger Gewissheit sagen, in welcher Reihenfolge sich jetzt alles abspielen wird. Die Gelehrten haben versucht, anhand der Ayat und anhand der Überlieferungen unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, uns ungefähr eine Reihenfolge der Ereignisse aufzuzeigen, wann was geschehen wird. Die absolute Gewissheit, wie diese Reihenfolge wirklich sein wird, haben wir jedoch nicht. Weil am Ende handelt es sich um was? Es handelt sich um Ilmul Ghaib, um das Wissen über das Verborgene. Und das Wissen über das Verborgene haben wir nur durch eine einzige Quelle. Und das ist der Wahi, die Offenbarung. Mit anderen Worten, wir haben kein ähnliches Ereignis, auf das wir bauen können, wo wir sagen könnten, so war es einmal gewesen und so wird es wieder sein, dass wir eine Art Qiyas machen können, Analogieschluss. Das haben wir nicht. Und dementsprechend können wir uns nur auf eine Sache stützen und das ist die Offenbarung. Selbst unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er konnte uns nur das mitteilen, was er selbst offenbart bekommen hat. Wir hatten letztes Mal diese schöne Überlieferung behandelt gehabt, in der der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, ich werde der Erste sein, für den sich die Erde spalten wird. Das heißt, die Körper, es wird so sein, als werden die Körper sozusagen unter der Erde dann wachsen wie eine Knolle, so sich das vorstellen. Und dann wird Allah subhanahu wa ta'ala die Seelen nach dem zweiten Blasen in das Horn, in die Körper einhauchen und die Menschen werden dann aus ihren Gräbern aus der Erde herauskriechen.
Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat ja gesagt gehabt, ich werde der Erste sein, der auferstehen wird, aber ich werde sehen, wie Musa alaihi salam sich am Thron Allahs festhält und ich nicht weiß, ob er zu jenen gehört, welche ausgenommen wurden oder nicht. Zu jenen gehört, welche nicht von der Sa'qa, von dieser Ohnmacht, von diesem Donnerschlag getroffen wurden oder nicht. Das heißt, auch unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er kann uns nur das berichten, was er selbst offenbart bekommen hat von Allah subhanahu wa ta'ala. Er hat nicht spekuliert, sallallahu alaihi wa sallam. Er hat ganz klar gesagt, hier grenzt mein Wissen, hier endet mein Wissen, ich weiß es nicht, subhanallah. Eine Eigenschaft, die man sich aneignen sollte, als Muslim zu sagen, ich weiß es nicht. Wenn ich mal unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam es wusste und dazu stand, dass er es nicht wusste, dann können wir auch nicht alles wissen. Und wir wollen uns jetzt, insha'Allah ta'ala, zunächst erst einmal anschauen, wie die Menschen eigentlich jetzt aus ihren Gräbern herauskriechen werden. In was für einem Zustand. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat uns das berichtet in einigen authentischen Überlieferungen. Und zwar überliefern Imam al-Bukhari und Imam Muslim von Ibn Abbas radiyallahu anhu wa arda, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, innakum mahshuruna hufatan uratan ghurla. Ihr werdet auferstehen und versammelt werden. Hufa, barfüßig. Ura, nackt, also keine Schuhe, kein Schuhwerk, nichts, auf dem ich laufen könnte. Komplett nackt und dann Ghurla. Und Ghurla bedeutet unbeschnitten. Das heißt, auch die Männer, die beschnitten wurden, werden ihre Vorhaut wieder haben. Du wirst also wieder so erschaffen, wie du einst auf die Welt gekommen bist. Allahu Akbar. Die Menschen, sie werden komplett nackt auferstehen, genauso wie sie auch auf die Welt gekommen sind, ohne nichts. Du bist auf die Welt gekommen, ohne nichts. Du warst komplett abhängig gewesen und konntest dir hier jetzt ein Leben aufbauen. Am jüngsten Tag wirst du komplett nackt auferstehen. Du wirst ebenfalls nichts haben. Nur das Problem ist, du kannst dir nichts mehr aufbauen. Du wirst nur noch das bekommen, was du dir bereits in dieser Dunya aufgebaut hast. Und zwar nicht an materiellem, sondern an guten oder schlechten Taten. Hast du gute Taten vollzogen, dann wirst du es an diesem Tag einfacher haben. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er wird es dir trotz der Schrecken dieses Tages, wie wir noch sehen werden, er wird es dir an diesem Tag viel leichter machen als vielen anderen Menschen. Hast du jedoch nur schlechte Taten, Sayyi'at, vorausgeschickt, nur an deine Dunya gedacht, Allah vergessen, das Jenseits vergessen, vergessen, warum du überhaupt erschaffen wurdest, was der Sinn und Zweck deines Daseins ist, dann wirst du dementsprechend am jüngsten Tag auch nackt bleiben. Es wird nichts geben, was dich umhüllen könnte, außer deine schlechten Taten. Als Aisha radiallahu anha diese Worte des Propheten sallallahu alaihi wa sallam hört, müssen wir uns das so vorstellen, unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er wird das sicherlich nicht nur einmal gesagt haben, sondern an verschiedenen Stellen, zu unterschiedlichen Anlässen. So wie wir das ebenfalls machen. Wenn ich eine Khutba halte, dann spreche ich über ein Thema und vielleicht, wenn ich woanders bin, spreche ich nochmal über dasselbe Thema. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er wollte ja mit seiner Botschaft so viele Menschen wie möglich erreichen. Und er sagte sallallahu alaihi wa sallam vor unserer Mutter Aisha, yuhsharan yuhsharun nasu yawm al-qiyamati hufatan uratan ghurla. Die Menschen werden am jüngsten Tag auferstehen, barfüßig, nackt und unbeschnitten. Aisha wunderte sich und sagte, Ya Rasulallah, o Gesandter Allahs, Ar-Rijalu
والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. O Gesandte Allahs, Männer und Frauen zusammen, jeder sieht den anderen splitternackt. Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wa sallam antwortete: Ya Aisha, al-amru ashaddu min an yanzura ba'duhum ila ba'd. O Aisha, die Angelegenheit ist viel zu hart, viel zu gewaltig, viel zu schrecklich, als dass irgendjemand auf den anderen schauen könnte in diesem Moment. Wenn irgendwo Panik ausbricht und alle Menschen nur noch um ihr Leben rennen, hat man dann noch Zeit, einer hübschen Frau hinterherzuschauen, oder hat eine Frau Zeit, einem gut aussehenden Mann hinterherzuschauen? Das ist dir in dem Moment egal. Es geht dir nur noch um was? Es geht dir nur noch darum, dein Leben zu retten. Und am jüngsten Tag wird es genauso sein. Die Menschen, sie werden auferstehen, splitternackt, ohne alles, Männer und Frauen gemischt zusammen. Aber keiner wird sich für das andere Geschlecht interessieren. Keinem wird es jucken, ob neben ihm die hübscheste Frau überhaupt ist, weil du bist mit dir selbst beschäftigt. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ. An jenem Tag, an dem der Mensch vor seinem Bruder fliehen wird. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ. Und seiner Mutter und seinem Vater. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. Allah Ta'ala, er beginnt erstmal mit dem Verwandten, der dir wichtig ist, aber der von den drei, die hier erwähnt werden, oder den vieren, der erste wäre, den du wahrscheinlich opfern würdest. Dein Bruder, den liebst du, aber wahrscheinlich nicht so sehr wie deine Mutter und dein Vater. Deine Mutter und dein Vater liebst du, aber wahrscheinlich nicht so sehr wie deine eigenen Kinder. Und deswegen, subhanallah. Wa ummihi wa abihi. Und deine Mutter und deinem Vater. Wa sahibatihi wa bani. Und seiner Gefährtin und seinen Kindern, weil du fühlst dich für sie verantwortlich. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Allahu Akbar. Jeder von ihnen wird an jenem Tag eine Angelegenheit haben, die ihm ausreichen wird. Nafsi, nafsi. Nafsi, nafsi. Meine Seele, ich möchte mich erst einmal selbst retten. In der Dunya würde ich vielleicht erst einmal an meine Kinder denken. Ich würde mich sogar opfern für meine Kinder in der Dunya. Warum aber nicht im Akhira? Ist das nicht ein Widerspruch? Weil in der Akhira geht es um die Ewigkeit. In der Akhira geht es um die Ewigkeit. Wenn ich in der Dunya sterbe, khalas, dann bin ich weg. Ich weiß, es gibt ein Leben nach dem Tod. Selbst wenn ich nicht an ein Leben nach dem Tod denke und glaube, dann ist alles vorbei, okay. Aber im Akhira geht es um die Ewigkeit. Ewig. Ewig. Es gibt kein Zurück mehr. Es gibt keinen Tod mehr. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ. Der Tod kommt von jedem Ort, aber er ist nicht tot. Du willst sterben, aber du kannst nicht mehr sterben. Deine Seele ist für immer und ewig mit deinem Körper verbunden. Deine Seele wird nie wieder deinen Körper verlassen. Stell dir das mal vor. Nie wieder, egal was ist. Und deswegen, du wirst dir sagen, ich habe genug für dich getan, oh mein Sohn. Jetzt bist du verantwortlich für das, was du getan hast. Oh meine Tochter, ich liebe dich über alles. Aber wenn es um die Ewigkeit geht, nafsi, nafsi. Subhanallah. Unglaublich. Und deswegen, unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er beschreibt es in dieser Art und Weise. In einigen Überlieferungen geht hervor, dass die Menschen auferstehen werden in der Kleidung, in der sie gestorben sind. Es wird überliefert vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam, von Abu Sa'id al-Khudri: Inna al-mayyita yub'athu fi thiyabihi allati yamutu fiha. Der Tote, er wird in dem Kleid auferstehen, in der Kleidung auferstehen, in der er gestorben ist.
Was ist damit gemeint? Das muss man im übertragenen Sinne verstehen. Das muss man was? Im übertragenen Sinne verstehen. Damit ist nicht die Kleidung gemeint, die ich anhatte. Weil am Ende, ja, was haben wir dann an? Unser Leichentuch. Da würde ja jeder im Grunde genommen in seinem Leichentuch auferstehen. Sondern damit ist viel mehr gemeint, die Taten. Die Taten, die du vollzogen hast. Und je nachdem, was du vollbracht hast in der Dunya, wirst du schneller etwas bekommen, was du dir umlegen kannst, als andere. Und deswegen die Ersten, welche ein Gewand bekommen werden am jüngsten Tag, sind die Propheten. Und daraufhin die Wahrhaftigen und dann diejenigen, welche ihnen am ähnlichsten sind. Das heißt, umso höher deine Stellung bei Allah subhanahu wa ta'ala ist, desto schneller wirst du auch ein Gewand von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. Das heißt, das Gewand, in dem du gestorben bist, damit sind deine Taten gemeint. In welchem Zustand bist du gestorben? Und deswegen gibt es ja Überlieferungen, die darauf hinweisen, dass der Mensch so auferstehen wird, wie er gestorben ist. Je nachdem, wie du dein Leben abgeschlossen hast, wirst du dementsprechend auch auferstehen am jüngsten Tag. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, was sagt er? Er sagt, salawatu rabbi wa salamu alaihi, innamal a'malu bi khawatimiha. Die Taten sind entsprechend ihren Abschlüssen. Es kommt darauf an, wie du dein Leben abgeschlossen hast. Und so wirst du am jüngsten Tag auch auferstehen. Aber grundsätzlich, wie es aus den authentischen Überlieferungen hervorgeht, werden die Menschen nackt am jüngsten Tag auferstehen. Subhanallah. Und jetzt berichtet Allah subhanahu wa ta'ala oder der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wie eigentlich die Erde aussehen wird, auf der die Menschen auferstehen werden. Das heißt, wird die Erde am jüngsten Tag genauso sein, wie wir sie jetzt kennen? Voller Berge, voller Wälder, Häuser, in denen ich mich verstecken kann? Oder wird die Welt an jenem Tag komplett anders sein? Unser Prophet, Allah subhanahu wa ta'ala, was sagt er in Surat Ibrahim? Allah ta'ala, er sagt in Surat Ibrahim, يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ. An dem Tag, da die Erde zu einer anderen Erde verändert werden wird, und ebenso die Himmel, und da sie vor Allah erscheinen werden, dem einem, dem Allbezwinger, Allahu Akbar. Das heißt, die Erde am jüngsten Tag, welche wir erblicken werden, wenn wir auferstehen werden und wenn wir aus unseren Gräbern herauskommen werden, wird eine andere Erde sein, als wir sie kennen. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala, ja, du wolltest was sagen? Achso, ich hoffe, warum? Ja, war rhetorisch, aber du kannst jetzt antworten, inshallah. Die Vermutung wäre, weil alles sterben wird, auf weil, die Erde sterben. Nicht nur die Erde sterben wird, sondern Allah ta'ala, er wird im Vorfeld alles zerstören. Und wir werden, inshallah, nicht heute, nächstes Mal, nochmal darauf eingehen werden, wie Allah subhanahu wa ta'ala dieses Universum in sich zusammenbrechen lässt und alles vernichtet wird. Und alles vernichtet wird, was auf dieser Erde ist. Reicht so. Schau, bis dahin, reicht so. Barakallahu fikum. Wir hatten ja gesagt, gehabt letztes Mal, dass wir das nicht mehr machen. Wir sagen noch ein. Und wie sieht diese Erde jetzt aus? Allah Ta'ala, er sagt, es wird alles geändert. Ja, aber wie wird das geändert? Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat in einigen Überlieferungen beschrieben, wie diese Erde aussehen wird, am jüngsten Tag. Und er sagte, sallallahu alaihi wa sallam, يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ أَرْضٍ بَيْضَاءَ عَفْرَىٰ كَقُرْصَةٍ نَقِي. Die Menschen, sie werden am jüngsten Tag auferstehen und versammelt werden. Auf einer Erde, die komplett weiß ist. Komplett weiß ist, wie Mehl. Wie Mehl. In einer anderen Überlieferung sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, لَيْسَ فِيهَا مَعْلَمٌ لِأَحَدٍ. Es wird nicht ein einziges Zeichen auf dieser Erde für irgendjemanden geben.
In einer anderen Überlieferung sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, dass es eine Erde ist, welche aussehen wird wie ein Silberbarren. Kasabikatil fidda, Allahu akbar. Da muss man sich vorstellen, das sind so verschiedene Beschreibungen, die uns der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gibt. Ein Silberbarren ist glatt, er glänzt, kann auch sozusagen aus der Ferne, wenn man, sage ich mal, eine weiße Oberfläche sieht, könnte aussehen, dass es so leicht glänzt. Deswegen sagt auch der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, komplett weiß wie Mehl. Und es wird keine Erhöhungen geben. Und es wird nichts geben, was irgendjemandem gehört, ein Gebäude oder irgendetwas. Einfach nur eine Fläche. Eine Riesenfläche. Kann man sich gar nicht vorstellen, oder? Subhanallah. Du willst dich verstecken, aber kannst dich nicht verstecken. Du suchst nach einer Unterschlupf, aber du wirst keinen Unterschlupf finden. Alle Menschen, vom ersten Menschen an Adam alaihi salam, bis zum letzten Menschen, der auf dieser Erde leben wird, Milliarden von Menschen werden alle auferstehen. An einem einzigen Ort. Und nicht nur die Menschen, sondern wer wird noch auferstehen? Die Djinn. Djinn und was noch? Nicht nur die Djinn. Die Malaiken. Nicht die Engel? Die Tiere. Subhanallah. Tiere, Menschen, Djinn, alle an einem einzigen Ort. Wie es der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat. Arudun bayda, ka'annaha sabikatu fidda. Eine weiße Erde, die so aussieht, als wäre sie ein Silberbarren. Was muss das für ein Anblick sein? Du hast keine Möglichkeit, dich zu verstecken vor Allah. Du hast keine Möglichkeit, dich zu verstecken vor jemandem, der du Unrecht getan hast. Du hast keine Möglichkeit, dich zu verstecken mit deinen schlechten Taten. Du hast keine Möglichkeit, dich zu verstecken, wenn du ein Verräter gewesen bist. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er beschreibt das und wir werden darauf noch ausführlich zu sprechen kommen. Er sagt, es wird Leute geben am jüngsten Tag, die tragen einen Banner in der Hand. Wisst ihr, was auf diesem Banner steht? Auf diesem Banner steht Radir. Was ist ein Radir? Was ist Radir? Ein Verräter. Du läufst mit dieser Fahne herum, du kannst sie nicht ablegen, diese Fahne. Du willst sie ablegen, aber du kannst sie nicht ablegen. Und dann steht da drauf, Verräter. Du hast Verrat begangen. Alle dachten, du wärst aufrichtig und du bist ein Verräter gewesen. Du wirst bloßgestellt. Die Menschen, die wir noch sehen werden, inshallah ta'ala, sie werden der Hitze der Sonne ausgesetzt sein. Die Sonne wird sie von oben und von unten blenden. Wenn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, es ist wie ein Silberbarren. Das heißt, die Sonne wird reflektiert. Von oben die Hitze, von unten kommen die Strahlen nochmal, die reflektiert werden in dein Gesicht. Du hast keine Sonnenbrille, du hast keinen Schutz, der dich schützt vor der Sonne. Kennt ihr das, wenn ihr, also diejenigen, die schon mal in Mekka waren, ja, und auf diesem weißen Marmor laufen, im Vorhof sozusagen von Mekka, wenn man keine Sonnenbrille hat, es tut extrem weh, oder? Muss die ganze Zeit so machen, damit man überhaupt laufen kann. Weil das nämlich was? Das Licht reflektiert. Es ist zwar nicht heiß, aber es reflektiert das Licht. Subhanallah. Was für ein Mauqif. Was für ein Mauqif, den wir dort erleben werden. Allahu Akbar. Es gibt einige Überlieferungen bezüglich dieser Ayah, die sagen, dass die Erde nicht direkt am Anfang, wenn die Menschen aus der Erde herauskommen werden, ausgetauscht wird, sondern zu einem anderen Zeitpunkt, und zwar, wenn die Menschen auf dem Sirat sind. Es wird Sahih Muslim überliefert von Aisha radiallahu anha, dass sie den Propheten sallallahu alaihi wa sallam nach dieser Ayah befragte. يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ in Surat Ibrahim, Vers 48. Und sie fragt, فَأَيْنَ يَكُونُ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. Und wo werden denn die Menschen dann sein, O Gesandter Allahs? Also dann, wenn die Erde ausgetauscht wird. Und er sagte sallallahu alaihi wa sallam, عَلَى الصِّرَاطِ. Auf dem was? Auf dem Sirat. Also auf dieser Brücke, über die wir noch sprechen werden, inshallah. Allahu alaihi.
Es gehört, wie gesagt, zum was? Es gehört zum Reib. Wir können das nur eins zu eins übernehmen, aber es wird ausgetauscht. Zu welchem Moment? Dann beim Sirat, wo alle auf dem Sirat sind, oder schon, wenn die Menschen auferstehen werden. Allah subhanahu wa ta'ala, er weiß es am besten. Aber die Erde, sie wird ausgetauscht werden. Es ist alles anders. Es gelten andere Regeln als in der Dunya. Und darüber muss ich mir im Klaren sein. In der Dunya, wenn ich Ansehen habe, dann kann ich versuchen, über Leute, die Einfluss haben, das Gesetz zu umgehen. Mit ein bisschen Bakschisch, ein bisschen Geld, kann ich mich schützen. In der Akhira ist das nicht möglich. In der Dunya, wenn ich eine Sünde begehe, kann ich mich verstecken. Dort ist alles sichtbar. Du hast keine Möglichkeit. In der Dunya, wenn ich ein Verbrechen begangen habe, kann ich fliehen. Dort hast du keine Möglichkeit zu fliehen. Es gibt keine Möglichkeit zu fliehen. Egal, wo du hingehst, du bist immer auf dieser Ebene. Alles ist offensichtlich. Es ist ein gewaltiger Tag. Und wir wollen uns jetzt, insha'Allah ta'ala, einige Stellen anschauen aus dem Koran, aus denen hervorgeht, was für ein gewaltiger Tag das eigentlich ist. Weil Allah subhanahu wa ta'ala, er beschreibt diesen Tag in verschiedenen Ayat im Koran. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt über diesen Tag, wie es in Surat Al-Mutaffifin heißt, أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُثُونَ. Wissen denn jede nicht, dass sie auferstehen werden? لِيَوْمٍ عَظِيمٍ. An einem gewaltigen Tag. يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. An einem Tag, an dem die Menschen zum Herrn der Welten auferstehen werden. Allah Ta'ala, er beschreibt diesen Tag als was? Er beschreibt diesen Tag als gewaltig. Und er ist wirklich gewaltig. Interessant ist, in welchem Kontext diese Ayah offenbart wurde. Wisst ihr, in welchem Kontext diese Ayah offenbart wurde? Surat Al-Mutaffifin. Was heißt denn Al-Mutaffifin? Allah Ta'ala, er beginnt ja diese Surah mit Wailul lil-Mutaffifin. Wer den Mutaffifin? Wer sind denn die Mutaffifin? Was ist das denn überhaupt? Ja, sag es. Leute, die beim Wiegen betrügen. Wenn sie messen, betrügen im Handel. وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ. Wehe den Mutaffifin. الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. Jene, wenn ja, sie sozusagen etwas kaufen, jetzt einfach mal einfach erklärt, ohne das genau zu übersetzen, diese Ayah, und dann wollen sie volles Maß bekommen. Das ist mein Recht. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. Wenn sie ihnen aber etwas verkaufen und dabei etwas messen, oder etwas abwiegen, was machen sie dann? Dann versuchen sie zu betrügen. Wissen denn jene nicht, dass sie auferstehen werden? Zu einem gewaltigen Tag. An jedem Tag, wo die Menschen zum Herrn der Welten auferstehen werden. Boah. Allah Ta'ala, er offenbart eine ganze Sura, wo es nur um Betrug im Handel geht. Und spricht über diesen gewaltigen Tag. Und jetzt kann man sich vorstellen, wie viele Menschen heutzutage betrügen und damit überhaupt kein Problem haben und sich als Muslime bezeichnen. Allah Ta'ala hat diese Ayat für sie herabgesandt. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allah Subhanahu wa Ta'ala, er beschreibt diesen Tag als einen Tag, wo sich Angst verbreiten wird. Ja, ayyuhanna suttaqu rabbakum. O ihr Menschen, fürchtet euren Herrn. Inna zalzalata sa'ati shay'un 'azim. Wahrlich, das Beben der Stunde ist etwas Gewaltiges. Und jetzt beschreibt Allah Ta'ala den Zustand der Menschen, wenn sie auferstehen werden, was für einen Zustand sie sein werden. يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ. An jenem Tag, wo ihr sie sehen werdet, die Stunde, wird jede stillende Frau von dem abgelenkt sein, was sie stillt. Das heißt, sie wird solch eine Angst haben, dass sie ihr Neugeborenes vergessen wird. Eine Mutter würde normalerweise was tun? Sie würde töten, um ihr Kind zu beschützen. Sie würde töten, im wahrsten Sinne des Wortes, um ihr Kind zu beschützen. An jenem Tag wird sie so benommen sein, dass sie ihr eigenes Neugeborenes vergessen wird. Was muss das für eine Angst sein?
Was muss das für eine Angst sein? Die Schwestern, glaube ich, können das am besten nachvollziehen. Wir Brüder vielleicht nicht so sehr. Aber die Schwestern, die ja schon Kinder haben. Euer eigenes Kind würdet ihr vergessen. Könnt ihr euch das vorstellen, euer eigenes Kind zu vergessen? In der Dunja könntet ihr euch nicht vergessen, oder? Ja, oder doch? Könnt ihr doch vergessen? Nein, ich glaube nicht, oder? Könntet ihr nicht, subhanallah. Ihr würdet alles aufgeben. Sogar euren eigenen Mann würdet ihr aufgeben für euer eigenes Kind. Aber an jenem Tag werdet ihr sogar euer neugeborenes Kind vergessen. Und jede schwangere Frau wird ihr Kind verlieren. Aus Angst. Und ihr werdet sehen, wie die Menschen trunken sein werden. Wie betrunken. Als hätten sie Alkohol getrunken. Aber sie sind nicht betrunken. Aber die Strafe Allahs, sie ist sehr, sehr hart. Allah Ta'ala, er beschreibt die Menschen an jedem Tag, wenn sie auferstehen werden, dass ihre Blicke starr sein werden. Ihre Blicke werden was sein? Ihre Blicke werden starr sein. Wie es Allah Subhanahu wa Ta'ala in Surat Ibrahim sagt. Ich sage euch genau die Ayah. Tashkhasu fihi al-absar. Allah Ta'ala, er sagt in Surat Ibrahim, Vers Nummer 42. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ Und meine ja nicht, Allah sei unachtsam dessen, was die Ungerechten tun. إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارِ Er stellt sie nur zurück bis zu einem Tag, an dem die Blicke starr werden. Und dann geht's weiter. مُهْطِعِينَ مُقَنِعِي رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ سَوَاءٌ Allahu Akbar. Sie kommen hastend, die Köpfe hochhebend. Ihr Blick kehrt nicht zu ihnen zurück aus Angst. Und was ist mit ihren Herzen? Und ihre Herzen sind leer. Sie sind nur mit einer Sache beschäftigt. Wie kann ich mich jetzt retten? Was kann ich tun? Ein unglaublicher Tag. Allah subhanahu wa ta'ala, er zeigt uns auf, an diesem Tag, wie wir es vorhin schon eigentlich auch erwähnt hatten, aber ich wiederhole das jetzt, weil es hier noch einmal jetzt auch insha'Allah ta'ala, dann nochmal extra hervorgehoben wird. Und zwar, es ist der Tag, an dem es keine Verwandtschaftsbande mehr geben wird. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ Wenn in das Horn geblasen wird, wird es zwischen ihnen keine Ansab geben. Keine Verwandtschaftsbande mehr. Was ist damit gemeint? Heißt es, dass ich keinen Vater mehr habe oder keinen Sohn mehr oder keine Tochter mehr? Nein. Genau das, was wir vorhin gesagt haben. Und zwar, jeder ist mit sich so beschäftigt, dass er nicht mehr an seine Verwandten denkt. Und die wahren Verwandten werden welche Menschen sein? Deine Menschen, mit denen du insha'Allah ta'ala das Paradies betreten wirst. Und wenn dann von deinen Verwandten Menschen das Paradies betreten werden, dann wirst du mit ihnen zusammen sein, insha'Allah ta'ala. فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ Es wird keine Verwandtschaftsbande zwischen ihnen geben am jüngsten Tag. وَلَا يَتَسَاءَلُونَ Noch werden sie nacheinander fragen, weil jeder mit sich selbst beschäftigt sein werden. Und dann, die Menschen, sie werden an jenem Tag versuchen, alles zu opfern. Alles, wirklich alles, was ihr euch vorstellen könnt, um gerettet zu werden. Insbesondere diejenigen, die wissen, dass sie das Feuer betreten. Und Allah subhanahu wa ta'ala, was sagt er? Er sagt, وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَفْتَدَتْ بِهِ Allahu Akbar. Die Ayah Nummer 54 in Surat Yunus. Und wenn jede Seele, die Unrecht getan hat, die Möglichkeit hätte, alles, was auf der Erde ist, zu opfern, dann hätte sie es geopfert. Die gesamte Erde würde sie opfern, nur um selbst gerettet zu werden. Und das sieht man auch heute. Es gibt Menschen, die das heute immer noch tun. Wenn wir jetzt uns manche Konflikte anschauen, ohne jetzt irgendwelche Namen zu nennen, sind manche bereit, manche Politiker bereit, über Leichen zu gehen, nur damit sie ihre eigene Karriere retten. Über die Leichen von Tausenden von Kindern. Kein Problem. Hauptsache was? Ich bin gerettet. Es gibt Menschen, die haben damit kein Problem. Schon in der Dunja haben sie kein Problem. Werden sie in Akhir ein Problem haben, aber es gibt keine Möglichkeit, sich zu retten. Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Ali Imran, Vers Nummer 91,
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَى بِهِ. Diejenigen, die ungläubig sind und als Ungläubige sterben, von ihnen würde nicht die gesamte Erde Gold angenommen werden, wenn sie versuchen würden, es als sozusagen Lösegeld zu geben, um selbst erlöst zu werden. أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Jene werden eine peinigende Strafe haben. وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ. Und sie werden niemanden haben, der ihnen beiseite steht. In Sahih Bukhari von Anas ibn Malik radiyallahu anhu wa arda wird überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, يُجَاءُ بِالْكَافِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Der Kafir, der Ungläubige, wird am jüngsten Tag vor Allah gestellt. فيقال له, es wird ihm gesagt, أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به. Wenn du so viel Gold hättest für die gesamte Erde, würdest du es nehmen, um dich sozusagen loszukaufen? Als Lösegeld? Und er sagt, ja. Worauf zu ihm gesagt wird, قد كنت سألتك ما هو أيسر من ذلك. الله أكبر. Ich habe von dir eine Sache in der Dunya verlangt, die viel leichter ist, einfach nur an Allah zu glauben und gute Taten zu tun. Aber jetzt ist es vorbei. Selbst wenn du so viel Gold hättest, es würde dir nichts bringen. Und deswegen, was für eine Ermahnung, was für eine Erinnerung, meine lieben Geschwister, dass wir hier in der Dunya die Möglichkeit haben, dafür zu sorgen, dass es uns gut geht an diesem Tag. Dass wir es leicht haben an diesem Tag. Weil wenn wir erst einmal auferstehen und dabei nichts getan haben, dann wird es sehr schwierig werden, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewachen, ya Rabbil Alamin. Amin. Das inshallah ta'ala, meine lieben Geschwister, heute auch ein bisschen kürzer machen, weil ich auch noch inshallah ta'ala gerne auf ein paar Fragen eingehen möchte, heute bi'iznillahi azza wa jalla, weil wir letztes Mal keine Möglichkeit dazu hatten. Das erst einmal für heute inshallah. Wir werden nächste Woche inshallah dann noch einmal über einige Phänomene sprechen, die geschehen werden beim jüngsten Tag, um dann inshallah ta'ala auf die erste Phase nach der Auferstehung einzugehen, inshallah ta'ala, zu schauen, was dann geschieht, um dann auch ganz genau im Detail zu wissen, was die Menschen an jenem Tag auf ihrer Reise ins Jenseits zu Allah subhanahu wa ta'ala erwarten wird.